Hallo liebe Klemmerstein-Freunde, ich bin Axel von Steinreich TV und wie ihr seht, habe ich mal wieder einen Haul für euch. Ein Set, 6 Sets. Ja, richtig rum. Genau, das sind 6 Sets und das ist ein Set hier, das ist der ganze Stapel. Offensichtlich ist das was Größeres und das was Kleineres, nicht? Fangen wir mal mit dem Kleineren an, würde ich sagen. Hier so habe ich so, also das ist hier zum Beispiel ein Set von Yaki, habe ich da was, und zwar die Maker Pop Serie. Das sind so kleine Retro Alltagsgegenstände, hier eine Schreibmaschine mit, steht nicht dabei, aber ich denke mal so um die zwischen 100 und 200 Teilen wird es ungefähr sein, vielleicht auch 200-300 bei der Schreibmaschine, aber so um den Dreh rum wird es immer sein. Also hier eine Schreibmaschine. Und dann habe ich hier ein Famicom. Also das japanische NES. Da habe ich euch ja schon die große Version von Super 18K gezeigt. Und das ist jetzt hier die kleine Version. Und einen Macintosh-Computer. Und einen Retro-Fernseher, der hat deutlich weniger Teile. Und einen alten Walkman. Und eine alte Boombox, ein Stereo-Radio-tragbares. Genau, hier sogar mit kleiner Kassette dabei, die man auch, so viel ich weiß, sogar reinstecken kann. Also da kann das sogar aufmachen und reinstecken. Die habe ich gesehen, die fand ich ziemlich cool. Habe ich jetzt bei AliExpress gekauft. Ich glaube so 11 Euro und 13 Euro, die ein bisschen größeren. Also ich glaube, 3 haben 11 Euro gekostet und 3 haben 13 Euro gekostet. Irgend so um den Dreh rum. Genau, das war mal wieder eine AliExpress-Bestellung. Habe ich schon länger nichts mehr bestellt. Aber für so Kleinkram, dann kann man das schon mal machen. Genau. Ja. Nette Dinger. Schnell abgefrühstückt. Die werde ich euch mal vorstellen. Vielleicht sogar alle auf einmal mal schauen. Genau. Ja, und hier habe ich was ein bisschen größer. Ich denke mal, hier ist keine Anleitung drin. Das lassen wir mal zu. Müssen wir mal gucken, wo die Anleitung drin ist. Ich brauche eine Schere. Da habe ich bei YourWop, Your World of Building Bricks, einer der alteingesessenen chinesischen Händlern, die seit ich Klemmbausteine importiere, die verkauft. Ich glaube, da habe ich mit auch meine allerersten Sets bestellt in China. Gucken wir mal, ob irgendwo oben drauf die Anleitung ist. Da habe ich ein Angebot gesehen, wo ich eigentlich nicht Nein sagen konnte. 13.000 Steine. Inklusive Versand. Für bisschen was über 200 Euro oder knapp unter 200 Euro. Die Anleitung ist wohl doch da drin. Doch im kleinen Paket. Bin ich etwas verwirrt. Also ein Set von Mode King. Ein Star Wars Set oder ein Star Plan oder nee, wie heißen die Dinger bei Mode King? Mode King Stars? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Ah, da drin reingequetscht. MK Stars heißt.
Es ist da nicht mehr eine Abbildung drauf. Das habe ich gedacht, jetzt könnte ich euch zeigen, wie das Ding aussieht. Die 21026, das ist der große Millennium Falcon mit 12.688 Teile. Ich habe noch nie wirklich ein Star Wars Set gebaut. Also, ich nenne es jetzt mal Star Wars Set, auch wenn es offiziell natürlich keins ist. Aber wir alle wissen, dass es Star Wars sein soll. Und das ist der riesengroße UCS Falke, wie gesagt, mit 12.000 Teilen. So sieht er da am Schluss aussehen. Das ist ein Monster. Wir haben nur 300 Seiten, aber 1841 Bauschritte. Also da ist ordentlich was hier auf die Seiten gequetscht. Das ist ja gerade mal so eine A4-Anleitung. Ich meine, mir ist es recht, wenn die Anleitung nicht so riesengroß ist auf meinem Tisch. Ich hoffe, dass man alles gut erkennen kann. Teilweise sieht es schon sehr, sehr viel aus, was auf der so einer Seite ist. Ja, wie gesagt, ich habe noch nie so ein Star Wars Set gebaut. Ich habe weder eins von Lego gebaut, noch habe ich eins von den anderen Herstellern gebaut. Mode King macht ja sehr viele in der Richtung, hat ja ganz viele, viele Sternzerstörer und sonst was. Und wie gesagt, hier war das Angebot einfach so gut, da habe ich gedacht, ich bin ja durchaus Star Wars Fan. Ja, waren die Dinger einfach fast immer zu groß und zu teuer. Aber für 200 Euro, ja, da musste ich jetzt einfach zuschlagen. Es ist leider sold out, ausverkauft. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich euch das jetzt hier verlinke. Ich weiß auch nicht, ob die nochmal reinkommen. Aber ich denke, bei anderen Händlern ist man da ganz schnell bei 100 Euro mehr. Und deswegen habe ich da nicht Nein sagen können. Selbst mit Zugversand komme ich bei Hetian zum Beispiel auf über 200 Euro. Ich glaube 240 oder sowas. Also das ist echt ein super Schnäppchen gewesen. Ja, und kam dann aufgeteilt in drei Pakete. Wäre jetzt natürlich schön gewesen, wenn sie einfach die große Mode King Box genommen hätten und verschickt hätten. Aber ich glaube, weiß nicht mal, ob die das in Flugzeug reinpacken. Oder ob die sagen, hier Sperr. Größe, Maximalgröße überschritten oder sowas, das kann natürlich auch sein. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil das ist ja schon durchaus einiges, wie gesagt, drei Pakete, durchaus ein Gewicht. Ja, so sieht es jetzt aus. Also, das ist schon hier mein Haul, das ist gar nicht so schrecklich viel gewesen, obwohl es ja doch 7 Sets waren, aber wir haben es jetzt recht schnell abgefrühstückt. Diesmal gibt es kein Geweine über irgendwelche Abmahnungen oder sonst irgendwas hier von mir. Ein reiner Haul, beziehungsweise schaut euch mal die Leaks zum Ninjago City Market an. Das ist mal wieder ein Lego-Set, auf das ich mich echt freue. Das wird definitiv auch in meinen Besitz wandern. Die Ninjago City Sets, die waren alle bisher ziemlich geil und auch preislich absolut total im Rahmen für das, was geboten wird. Und das wird jetzt, glaube ich, das größte und das teuerste, aber immer noch, glaube ich, Teilepreis um die 6,5, 7 Cent oder sowas, was für Lego-Verhältnisse echt gut ist. Es sind 22 Figuren oder sowas dabei, über 20. Ja, da freue ich mich tatsächlich richtig drauf, dass, auch wenn ich die Gärten noch nicht gebaut habe, aber die liegen auch in meinem Lager. Genau. Also mal was Positives zu Lego von mir. Unerwartet, nicht wahr? Aber die Ninjago City Sets, die sind echt beide Daumen nach oben für Lego in dem Fall. Gut, also das war's schon. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Axel von Steinreich TV. Halt, stopp, noch nicht weggehen. Ich habe gerade nochmal in die Schachtel geguckt, beziehungsweise habe auf die Anleitung geguckt, da war ein B drauf. Hier ist Teil A. Das Ding hat zwei Anleitungen. Ich habe schon gedacht, also 300 Seiten sind echt ein bisschen wenig und dann auch noch das Format. Wir haben auch noch eine A-Anleitung, die 278 Seiten noch hat und die ersten 900 Bauschritte beinhaltet und die anderen
anderen 1000 oder sind, was habe ich gesagt, 1800 Bauschritte. Ja, also die anderen 900 sind dann in einer anderen Anleitung. Ja, da habe ich mich ein bisschen getäuscht. Hab mich ehrlich gesagt schon ein bisschen gewundert. Aber es sind zwei Anleitungen. Genau. Ich nehme an, die haben auch die Anleitung in das kleine Paket reingetan, weil die halt vom Gewicht her ziemlich groß sind. Und dann haben sie das in das kleinste Paket rein, dass es so ein bisschen ausgeglichen ist. Aber sie haben ja gut reingepasst. Sie sind ja überhaupt nicht verbogen oder sowas. Also kann man sich ja überhaupt nicht beschweren. Ich hab mich gewundert, aber jetzt haben wir das Rätsel Lösung. Also, tschüssi.